So, wir planen ein bisschen was Größeres. Ich bin gespannt, was das wird. Ich glaube, ich werde mich gleich richtig glatt anstellen. Das wird super. Und jo, geht los in 3, 2, 1, ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich stehe gerade an meinem Zentrallager, an meinem Nebenlager und habe Stromausfall. Ich habe mir sowas schon gedacht. Ich habe gerade eine sehr unstete Stromproduktion, weiß nicht so recht warum. Wir hämmern einfach die Sicherung wieder rein und hoffen aufs Beste. Wir machen das ein paar Mal und dann will das schon. Tada! Ist aber auch eine fiese Spitze. Meine Güte. Ich verbrauche zu viel Strom. Gott. Egal, um Strom kümmere ich mich nebenbei. Ich ziehe gerade noch eine Kohleleine hoch, hinten bei dem großen Fluss da. Und werde euch das Ergebnis dann irgendwann zeigen. Ich habe, glaube ich, genug mit Wasser gepanscht und Kohlekraftwerke gebaut, sodass ihr da, glaube ich, nicht mehr so richtig Bock drauf habt. Was ich jetzt aber machen will, ist schwere modulare Rahmen herstellen. Und zwar gleich zwei, wie heißen die Dinger jetzt? Die ganz großen Fabrikatoren. Kann ich doch gar nicht bauen. Das ist ja ein Ding. Warum kann ich das auch nicht? Kann ich das auch nicht? Hä? Wird das auch nicht freigeschalten? Was ist denn hier los? Gut, ich werde jetzt gleich schwere die Fabrikatoren freischalten und dann kann ich das. Wir bereiten bis dahin aber schon mal alles vor. Also, wir brauchen tatsächlich 35 Schmelzen. Das wird jetzt so ein bisschen unsere Tagesaufgabe. Und unsere Grenze wird so ziemlich hier liegen. Ne, ich will hier nicht weiter rüber, weil hier geht es dann langsam runter. Und das würde dann einfach ein wenig eng werden. Und wir haben hier quasi diese gesamte Fläche frei. Ne, werden das hier vielleicht so ein bisschen wie ein U rumziehen. Mal gucken, wie das passt. Wir werden brauchen 4 komplette Eisenlanes. Also mit Eisenlanes meine ich Bänder, weil wir ja noch ein bisschen eingeschränkt sind durch die Mark 3 Bänder. Aber das kriegen wir schon alles irgendwie ein bisschen hin. Wir werden das Ganze wieder unterirdisch kommen lassen. Wir gucken mal gerade. Jo, hier drunter ist genug Platz. Das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt können wir die Wand eigentlich erstmal das Ganze bis hier ranziehen fast. Bisschen Luft lassen wir der Optik halber. Und dann haben wir erstmal das Ganze 3 breit. Und zwar ausschließlich für Logistik. Das wird ein Fest. So, das reißen wir hier einmal weg. Darunter haben wir Platz. Setzen uns da erstmal ein Fundament hin. Na komm. Damit wir was zum Arbeiten haben. Wo das Ganze nachher herkommt, ist ja relativ lax. Und hier kommen tatsächlich auch erstmal nur 2 Eisenlanes an. So. Das heißt, wir brauchen hier ein Tor. Rapszababs. Ja, wir machen das mal so. Wo dann nachher Eisen reinkommt. Wir arbeiten mal gleich mit denen hier. Das wird ja alles ein bisschen größer. Wir werden das erstmal hier hinknolzen. Und dann werden wir mal gucken. Also, eine Lane versorgt 9 Schmelzen. Das heißt, wir werden die erste jetzt erstmal ein bisschen aufsplitten. Ich glaube, dafür werden wir die doch nicht hochnehmen. Wir nehmen nur die hier hoch. Und dann fangen wir mal mit dem Splitter an, der das Ganze von da bekommt. Und dann logischerweise 3 Ausgänge hat. Der braucht dafür ein bisschen Platz. Ich überlege gerade, ob ich das einfach so mache. Das hier mittig hinhaue. Ist das mittig? Ja, das ist mittig. Was ist denn hier los? Kann ich die nicht mittig setzen? Was ist denn? Wie ätzend ist das denn? Doch, das ist mittig. So, dann werden wir nämlich so anfangen.
dann knallen wir die hier nämlich einfach da drüber. Ich glaube, das gefällt mir etwas besser. Einmal so und einmal so. Zack. Und dann geht das da drüber lang. So. Der hier splittet sich jetzt auf in... drei Lanes. Die dann jeweils drei Schmelzen versorgen. Das heißt, hier gehen dann unsere Wände. Quatsch. So. Erstmal so lang. Bis hier. Und hier kommt dann die erste Zufahrt rein schon. So. Aber das wollen wir nicht so. Gehen wir einmal bis hier. Und du gehst da raus. Ja. So, hier wiederum können wir das Ganze dann wieder aufteilen. Mit einem Splitter. Können wir gleich hier vorne machen. Und können hier die ersten drei Schmelzen versorgen. Produktion, Schmelzofen. Drei Stück. Wir lassen uns ein bisschen mehr Platz. Obwohl dieser blöde Stein da ganz schön im Weg ist. So. Und so. So. Schmeißt der das dahin. Der das dahin. Und der das dahin. Dann kommen zwei Mauern. Und auch schon der nächste Eingang. Muss ja selber erstmal ein bisschen gucken. Nächster Eingang. Zwei frei. Nächster Eingang. Das können wir erstmal offen lassen. So, dann läuft er hier weiter. Ich will das nicht alles stapeln. Sonst verliere ich, glaube ich, gänzlich den Überblick. Bis hier. Nee, nicht bis hier. Das war ein zu weit. So, der geht bis hier. Jetzt bin ich ein zu kurz. Ich krieg eine Macke. Da muss er hin. Ja, natürlich. Wäre auch zu leicht gewesen. So, und jetzt sagt ihr wahrscheinlich, ist der Müller total bescheuert? Wieso baut er weiter, wenn er keinen Strom hat? Ich sorge noch für Strom. Ich verspreche es hoch und heilig. Oh. Wie kommen wir nur bis hier? Das ist ja ätzend. Na gut. Und dran. So. Ne, ich bringe euch das alles noch her. Alles kein Ding. So, da sind wir in einer. Auf einer Höhe. Dann kommt. Hier eine. Hier eine. Und. Dass die so in eine Richtung übersteht, ist scheiße, ne? Ist jetzt alle so? Ja. Hab ich alle so. Gut. Zack, dann machen wir hier wieder einen Splitter. Richtig rum wäre gut. So. Und ja, das mache ich einfach so. Das passt schon. Ne, das wird in sich einheitlich. Das passt irgendwie, hoffentlich. So, weiter geht's. Die nächsten drei. Ja, ein bisschen weiter hier. Na, mach ich die falsch rum? Nö. Ich wollte gerade sagen, warum zeigt er mir die Leitlinie nicht an? Das ist ja ätzend. Aber macht er. So, so, so. Nochmal einen netten kleinen Splitter hier hin. Zack. Und dann haben wir ja schon ganze 9 von 35. Wow. Meine Fresse, das Ding wird... gelinde gesagt, gigantisch. Ne, das wird ja nur der Grundbau. Da kommt ja nochmal... Ich brauche ja nochmal genauso viel Platz nachher für Eisenstangen, Schrauben, schwere Eisenplatten und was ich nicht noch alles hier produzieren muss. Meine Fresse. So. Dann machen wir hier einen Knick. Und dann produzieren wir... Gehe ich noch einen nach hinten? Ich gehe noch einen nach hinten.
damit das ein bisschen luftiger ist hier. Bis hier. So. Und dann habe ich tatsächlich, ja, ich habe sehr großzügig gebaut hier, merke ich gerade. Vielleicht, obwohl, nee, auch nicht wirklich. Ne? So großzügig ist es gar nicht. Nee, ich könnte ein bisschen was zusammennehmen, aber ich muss mal schauen. So, dann bauen wir hier erstmal so einen hin. Damit wir hier weiter unsere Rohstoffe holen können. Die müssen wir irgendwie auch rumführen. Rödel, rödel, rödel. Wie weit ist denn das jetzt immer mal auseinander? Das sind nur 1, 2. Wir haben nur 3 Platten, wa? Das ist ja nicht die Welt. Dann müssen wir nochmal einen weiter vor. 1, 2, 3. Hier muss einer hin. Zack, 1. 1, 2, 3. Hier muss einer hin. Und hier um die Kurve rum. So. Gibst du mich weg und dann geht's weiter. Ja, so viel. Ja. Das ist ein bisschen ärgerlich hier. Ich kann es halt auch nicht viel kleiner machen. Aber hier brauchen wir nicht ganz so viel Platz, weil wir. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß auch nicht warum. Ja, typischer Müller. 1, 2, 3. 1. Ich glaube, dann gehe ich einfach hier drauf und dann passt das auch. Kann ja hinten ruhig schmaler sein als vorne, das ist eigentlich das Ding. Das sieht doch alles scheiße aus. Moment. Kommen wir da sauber rum? Ne. So ist schön. Kommt der weg und der auch weg. Dann haben wir hier erstmal eine saubere Rundung drin. So. Eisen, 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 Eisen. Das sind genau 3 Stück. Ich will alles so weit wie möglich versteckt haben. So, jetzt ist natürlich doof. 1, 2, 3 wäre der. Obwohl, dann können wir uns langsam hier schon absenken. Das ist auch gut. Das gefällt mir. 2, nee. So. Und dann gehen wir nämlich hier runter. Und setzen hier den ersten Splitter hin. Ja. Genau, dann kann der hier rangehen. Dann bauen wir hier ein nettes kleines Tor rein. Na, richtig rum aber. Zack, läuft alles gerade, herrlich. Und dann holen wir uns die 3 Schmelzen. Wieder so unsauber. So, wir waren hier ein Stückchen weiter hinten. Dann gehen wir hier ein Stückchen weiter vor. Oder? Das sind 1, 2 frei. 1. Ja, hier haben wir nicht ganz so viel Luft. Das ist ein bisschen scheiße. Das ist ein bisschen scheiße. Dann gehen wir hier mittig auf die Platte. Und let's hope the best. Ja, das wird schon. Warum ist doch recht sauber zusammen. So, hier hinten noch wieder ein Splitter ran. Zack. So. Der sitzt sauber. Und das müsste trotzdem passen. Ja, sehr schön. Ja, und wir müssen es nicht zu eng machen, aber auch nicht zu weit. So. Dann 2 frei und wieder so eine. So. Dann gehen wir hier sauber weiter bis hier. Oh, sind wir genau auf dem Ressourcenschacht. Ist ja auch schön. Und hier steht logischerweise alles, weil wir ja keinen Strom mehr haben. Passt das mit der Wand?
Ja, das passt mit der Wand. Sehr schön. So, 1, 2, 3. Komm mal her. Und dann sind wir hier. Na, verkackt. Verkackt, aber königlich. Weil ich es kann. So, hier mittig bleiben. Oh Gott, das ist doch immer weiter weg, ey. So. So, passt es. Dann können wir jetzt wieder Schmelzen bauen. Oh Gott, das wird so unglaublich viel Strom, den ich hier verbrauche. Ich weiß gar nicht, wo ich den hernehmen soll. 1, 2, 3. Allein die Schmelzen zu versorgen, wird schon schwierig. So. Tja, genau auf der Kotzgrenze. Meine Fresse, hier kommen wir nicht mal weiter. Hier muss ich einen Bogen bauen. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Na, da müssen wir mal schauen, wie wir das am Ende einrichten. So, so, so. Dann haben wir den Teil hier doch tatsächlich fertig. Das sind die ersten 3, 6, 9, 18 Stück. 18 verfickte Schmelzen. Wir haben gerade mal die Hälfte. Und fucking glaublich. Und dann haben wir sie noch nicht mal fertig gebaut. Dum, dum. Ich habe mich am Ende gewundert, warum nichts läuft. Ich gebe Brief und Siegel drauf. Hab ich so richtig für gemacht. Da steht einer und hier einer. War der richtig rum? Ich weiß es nicht. Ja, war er. So, du hier ran, du daran, du daran, du daran, du daran. Oh, du daran, du daran, du daran. Und dann steht wirklich alles. Nun aber wirklich. So, dann müssen wir hier tatsächlich einen Bogen rüberziehen. Weil wir brauchen ja die Breite weiterhin. Geil. Das wird echt gut. Da ist Spaß dran. So, das heißt, wir brauchen dann erstmal... Wie viel Platz haben wir denn hier? Das ist gar nicht so viel. Zack, zack, zack. Na komm. Setz doch daneben. So. So und so und... Komm, da nach hin. Dankeschön. Das kann eigentlich bleiben. Dann brauche ich hier 2 Stück breit. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Es ist ja doch recht breit, das Ganze, ne? Ja, so, was ist das denn? Und ich muss hier ja auch noch einen Eingang machen. Scheiß noch eins. Das mache ich mit denen hier. So viel steht fest. So kommen wir hier auf jeden Fall irgendwann mal runter. Ach du Scheiße. Na, reicht's noch? Ja, für einmal wegsehen hat's noch gereicht. So. So, jetzt sind wir erstmal hier. So. Nee, das ist kacke. So breit müssen wir schon sein. So, aber wir können hier, wenn hier eine Erhöhung ist, ist das ja, glaube ich, gar nicht weiter wild. Denn der nächste kommt 1, 2 hier hin. Ja. 1, 2 frei. Hier hin. Und dann war es, glaube ich, schon für hier hinten, oder? Oder kommen hier noch mehr? Ne, 3 Tore müssen es sein. 1, 2, 3. 1, 2, ein drittes noch. Und dann geht's wieder rum. Wir bauen so ein schönes großes U. Zack. So soll es irgendwann mal aussehen. Boah, das ist wunderbar symmetrisch. Das ist ja herrlich. Da muss ja was gehen. Da müssen wir uns auch irgendwas Cooles einfallen lassen können.
So. Bauen wir drunter. Na komm. Komm schon. Schön Weg durch die Fabrik durch. Auch geil, ey. So. Einfach der Vollständigkeit halber. Und da den hier? Nee, das geht ja gar nicht. Moment. Brauchen wir erstmal so eine halbe hier. Nee, die brauchen wir. So. Dann bauen wir nämlich die da drunter. Wenn er das irgendwie mitmacht. Ja, macht er sehr schön. Das gleiche machen wir gleich einmal da drüben. Ne, weiter hoch wollen wir ja nicht. Boah, ich habe echt einen Knick in der Optik. Meine Fresse. So, dann hier die kleine. Brauchen wir aber erst einmal eine 8er dran. Dann die hier. Na komm. So ist gut. Und dann sind wir genau in der Mitte, so wie wir es wollten. Und dann gehen wir da wieder runter. Erst so. Dann so schon mal nicht. Kriegen wir die da irgendwie drauf gebatscht? Na komm. Wir nehmen das mal nochmal weg. Und dann machen wir erstmal einfach. So. Dann. So. Und die haben wir hier offen. Und so aber nicht. Scheiße. Na egal. Nehmen wir uns erstmal die jetzt. Dann müssen wir die aber hier irgendwie hinkriegen. Ja, das passt. Dann muss die dann nochmal weg. Und wir nehmen einmal die. Wo ist das alles? Verwinkelt. Meine Fresse. So, dann haben wir so. Und so. Jetzt stimmt's, glaube ich. Du dahin. Haben wir da einen wunderschönen Bogen. Na lecko mio. So. Das sagt mir noch nicht, wie wir hier rüberkommen. Doch. Machen wir schön mit Fahrstuhl. Das wird super. Das wird richtig super. So und so und so und so. Und so und so. Und dann so, so. So. Und so. Und hier machen wir nachher einen Schacht drüber. Dann kommen wir hier aber schön durch. Ich weiß gar nicht, ob wir den noch setzen können. Wahrscheinlich nicht. Boah. Mit ein bisschen Kotzen. Geht das sogar noch? Kriegen wir da ein Tor hin? Wände. Tor. Tor, Tor, Tor. Oh, ich habe keinen Beton mehr. Och, halt die Fresse, ey. Diese Kettensäge ist auch unglaublich nervig. Und hier steht eine nicht näher benannte Chipsdose im Weg. So. 23 Minuten. Das ist ja schon mal recht groß und das ist nur die Hälfte. Scheiß noch eins. Gut, dass wir unser Lager hier haben und nicht so weit laufen müssen. Heieiei. Müller, was hast du dir da vorgenommen? Das war eine scheiß Idee, glaube ich. Hä? Ach ja, ich produziere ja gerade nichts. Muss ich den Piss von hier oben holen? So. Und mir geht Stahl auch aus. Das ist ja ein Ding. Ach, dass meine Produktion stillsteht, nervt mich ein bisschen. Ne? Ich muss dringend mehr Strom ans Netz kriegen. Ganz, ganz dringend. Was ist denn hier los? Das. Ganz, ganz dringend. Muss ich nachher noch gucken, ob ich das hier irgendwie einschrägen kann oder sowas. Und den kann ich doch garantiert irgendwie wegsprengen oder was. Ich meine, wie sehr kann man denn im Weg sein, bitteschön? Ätzendes Scheißding. So. Ich werde das hier echt schön umschachteln nachher. Super gut. So, 1, 2, 3.
Obwohl, hier geht die letzte bis hier. Ich überlege gerade. Ich kann hier die eigentlich weglassen. Und einfach zwei weiter hier rüber gehen. Hoffe ich. Hoffe ich wirklich. Eins. Ja, das funktioniert. Ich werde bekloppt. Hier haben wir noch ein bisschen Luft. Jip, das war's jetzt endgültig. Habe ich noch Bio? Ja, ich habe noch ein bisschen was dabei. Moment. Wir bauen mal einmal eine Werkbank. Zack. Und dann legen wir Müll ab. Zack. Und dann produzieren wir Treibstoff. Oh, ein bisschen was habe ich sogar noch. Das ist ja Wahnsinn. Ring. Das läuft doch. Machen wir hier nochmal 4 fertig. Danke. Krieg den Scheiß hier leer. So, dann kommst du wieder weg. Ring. Oh, das war's mit Natur. Hat sich mal. Nature kann mich mal sonst holen. So, dann haben wir glatt nochmal wieder ein bisschen mehr Platz. Halt die Klappe. Meine Güte, ist das elendig laut. So, warum kann ich euch jetzt nicht? Jetzt habe ich zu viel Beton, jetzt habe ich keinen Beton. So. Nochmal. 1, 2, 3 in die Richtung. 1, 2. Also noch einen dazu. Was ist hier los? Loch. Hier also. Dann haben wir in der Mitte noch ein bisschen Luft. Hier machen wir mal eben das Loch zu. Und was ist das hier? Noch so ein Loch. So, das heißt nämlich, dass wir hier jetzt einen Durchgang haben am Ende, durch den wir einfach durchlaufen können. Von der Tiefe her wird die gar nicht so riesig, aber sie ist halt breit, ey. Meine Fresse. Und sie wird daher noch breiter. Achso, hier ist der Weg runter, okay. Wie viele Wände haben wir hier? Das sind 1, 2, 3, 4 Wände daneben noch. Und den kommt es irgendwie hin. Die können wir ja schon mal ziehen. Das hat ja nix. Ey. Richtig rum, bitte. So, dann müssen wir hier noch 1, 2, 3 und Fundamente. Ach ja, tschüss, lieber Beton. Und 4. Und dann wieder in die Richtung. Na. So ist richtig rum. Okay. Oh Mann, oh Mann. Eine Riesenhalle. Oder mache ich daraus 2 Hallen? Ich mache daraus geil 2 Hallen. Das, jetzt habe ich hier Ideen. Super gut. Oh ja. Oh ja. Ich habe Ideen. Das werde ich umsetzen. Ich werde dann einfach eine große Etage nochmal draufsetzen und das dann verbinden. Wie geil. So, wo war ich jetzt? Ich war bei weiter diese Scheißdinger bauen. Wie ein großer. So, hier muss nochmal eine Wand nehmen und dann kommen wir hier lang. Genau. Das heißt, hier sind dann 1, 2 Wände beim letzten. Okay. Gucken, dass das alles schön parallel wird. 1, 2. Und hier muss ich irgendwie ein Gitter rumbauen. Bis das ersichtlich ist, dass das hier dazugehört. Dann kommt man so leicht von unten da rein. Ist ja auch geil. Oh ja, das gefällt mir, was hier entsteht. Eigentlich so rum, ne? Ja. Eigentlich so rum. Du weg und du auch weg. Dann sind das hier nämlich Außenwände tatsächlich. Ist ja ein Ding. So, und dann können wir hier eigentlich schon dicht machen.
Dann geht das hier hinten rum. Ja, das passt alles, wie ich mir das vorstelle. Schön, schön. Aber da werden wir Türen hinsetzen. Damit ich da nochmal irgendwie lang komme. Einmal Tür links. Und einmal Tür rechts. Ja. Guti. Hier ist doch schon wieder ein Job für die Kettensäge. Ring. Und weg damit. Und du auch mal weg. Komm. So einen Scheiß kann ich hier gerade nicht gebrauchen. Und jetzt ist mir hier tatsächlich das Förderband ein bisschen im Weg. Oder reicht das? Nee, das reicht genau. Meine Fresse. Als hätte ich gemessen. Die Höhe passt auch gerade so. Aber auch wirklich gerade so. Holla, die Waldfee. Und hier sind wir dann auch genau drei breit. Leck mich fett. Alter. Das Ende der Fabrik ist in Nebelschwaden gehüllt. Okay. Fetzfilmack, halt die Fresse. Ich kann diese Kettensäge nicht mehr hören, ne? Sie geht mir echt dezent auf den Puffer. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, sie so. Ich komme hier durcheinander mit den Wänden. Die nehme ich die nochmal weg. Ja. So. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3 bis zur ersten Luke. Okay. Ich muss gleich schon wieder Ressourcen holen, ey. Ich kotze im Strahl. So. 1, 2 und 3. Und dann kommt der hier. 2 frei. Du bist... Oh, bist du mir im Weg? Meine Fresse. Wie sehr kann man denn im Weg sein? Da müssen wir gleich erstmal gucken, wie wir das machen. So. Ich glaube, das kommt dann von der Breite her hin. Und dann kann ich den Komplex noch irgendwie mit einspannen. Das ist ja geil. Das wird ein schönes Gebäude. Das wird ein sehr, sehr schönes Gebäude. So, und jetzt muss ich tatsächlich gucken, dass ich irgendwie Sprengstoff hergestellt kriege. Damit ich mal gucken kann, ob ich das wegsprengen kann. Weil so massiv im Weg. Meine Güte. Schauen wir doch mal. Gut, dass wir gleich alles hier vorne haben. Tada. Aber wahrscheinlich muss ich da wieder erst irgendwas in den Manual forschen oder so ein Scheiß. Mistscheiß, ey. Zack. Und dann können wir auch gleich hier eine Festplatte reinschmeißen. Und mal gucken, ob wir den hier ankriegen. Ne? Ich weiß nicht, was passiert ist, aber wir haben jetzt wieder mehr Strom. Warum es auch immer passiert ist. So, Moment. Haben wir hier noch irgendwo Festplatten? Jo, zwei Stück. Machen wir gleich mal. Festplatte. Obwohl... Nee, das dauert uns 12 Minuten. Moment, wir gucken erstmal. Bla 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 bla. Black Powder, Ammunitionsarmschiene. Wo haben wir das denn? Ist das hier? Da. Nobelisk-Sprengstoff. Ja, das machen wir doch. Oh, ein bisschen. Schwarzpulver, das müsste ich schon haben. Jupp, in rauen Mengen. Das ist so laut hier, ey. Scheiß meiner. So, Forschung starten. Und dann haben wir den hier noch. Was ist das denn? Objektscanner. Ach komm, nerv mich nicht. Kabel. Schwere Eisenplatten, Signalisator und Schrauben. Wie viel brauche ich davon für die Forschung? Ja. Schön. 5. 5 von diesen Scheißteilen. Ach du Gott. Dann stellen wir da jetzt mal ein paar her. Und schon fehlen Eisenplatten. Super.
15 habe ich. Wie viel brauche ich für diesen Objektscanner? Oh, das wird sogar reichen, aber ich habe nicht genug Schrauben. Scheiße. Einmal ins Lager bitte. Schwupp. Das geht ja zum Glück ratzfatz von hier oben. Plopp. So, da brauchten wir Schrauben. Holen wir uns mal einen Satz. Einer reicht. Wir brauchen wieder Eisenplatten. Wir müssen ein bisschen was schreddern. Und der Schredder dran an dem hier. Gut. Machen wir Platz hier. Wo ist der Mycelium hier? Scheiß drauf, ist mir jetzt wurscht. Weg den Scheiß. So, jetzt nochmal. Dann haben wir alles. 1, 2. Oh Gott, muss ich jetzt einzeln im Inventar? 3, 4. Bringen wir nochmal was weg. Wo sind denn diese blöden Platten? Habe ich die hier gar nicht? Die habe ich hier gar nicht. Na, wie kommt das denn? Das ist ja ein Ding. Na nü. Da müssen wir aber nochmal gucken. Das geht ja so nicht. Das ist ja ein Ding. Dass mir das nicht aufgefallen ist. So, sortieren mal. Wie viel haben wir? 4 und... Kein Platz im Inventar. Doch. Aber Strom wieder alle. Na gut. So, jetzt haben wir 5 davon. Was brauchen wir da noch? Kann ich hier eine Mamfix hinzaubern? Ja. So, brauchen wir noch Kabel. Daran soll es nicht mangeln. Zack. Und dann dauert das Ganze 3 Minuten. Ach, scheiße, noch eins. Hey, ja, ich starte das einfach mal hier jetzt. Kann ich den jetzt abreißen? Ja. Sollte in der anderen weiterlaufen. Hoffe ich einfach mal. Und dann, da war auch das Gewehr, habe ich gerade gesehen. Wie gut ist das denn? Das will ich haben. Boah, Schienengewehr. Bam, 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 bam. Sind die Flammenviecher auch nicht mehr so ein Problem. So, gucken, läuft das hier weiter? Ja, sehr schön. Da, ist es das? Ja, das Gewehr. Was ist das? Ach, Gewehrpatronen. Gummi brauche ich dafür. Na gut, hätten wir das eh noch jetzt gebracht. Oh, das können wir da als nächstes machen. 5 Inventarplätze, lecko mio. Was brauchen wir dafür? Platinen und schwere modulare Rahmen, die ich gerade herstellen will. Dim, dim. So, gut, dann holen wir schon mal ein bisschen Schwarzpulver, dass wir gleich die Inventarplätze freischalten können. Die können wir extrem gut gebrauchen. Ach komm. So. Kommen in die Pötte, dauert noch ein bisschen, okay. War, kann ich hier schon... Die Nobelist-Dinger kann ich schon herstellen. So, machen wir einfach mal. Muss ich zwar gleich nochmal los Schwarzpulver holen, aber ist ja egal. Und den gucken wir doch mal. Können wir die ersten Sachen sprengen? Wie gut. Zack. Die Frage ist, brauche ich denn nur einen Zünder? Ich meine, der wäre ja nicht schlecht, ne? Eigentlich ja Quatsch, wenn ich mir bräuchte. Tütüdü, ich bin ein bisschen fickerig. Ich will haben. Wir gehen erstmal, ne, wir gehen nicht ins Lager, weil wir gerade mal wieder keinen Strom haben. Scheiße, noch eins. Moin Phoenix. Und da fällt es wieder ab. Ich weiß nicht, warum der... Ich vermute, dass es am Petrolkoks liegt. Petrolkoks. Ne, Kai? Hast aufgepasst. Ich habe mir echt Mühe gegeben. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte runter ins Lager. Tütüdü. Ich mache schon wieder 1000 andere Dinge. Dann will ich einen Zünder bauen. Was brauche ich denn dafür?
Keine Ahnung. Dann hole ich halt erstmal Betonrohre. Auch nicht mehr so viele da. Wird langsam alles ein bisschen eng hier. Bisschen was von dem Scheiß hier raus, den ich gerade nicht brauche. Eisenplatten brauchen wir noch wieder. Und Beton. Beton brauchen wir viel. So, brauchen wir hier noch irgendwas? Kabel brauchen wir. Dann nehmen wir gleich 3 mit, da wir noch ein bisschen mehr brauchen. Sprengstoff haben wir. So, ich zeige jetzt langsam rum hier. Ich will. Muss ich wahrscheinlich jetzt einmal raufklicken, ne? Scheiß noch eins. So, ein Scheiß. 20 Minuten haben wir noch. Das wird. Und dann gucken wir mal, was mit unserem kleinen Sprengstoff hier passiert. Boah. Fertig? Yeah. Okay. Oh, das geht noch weiter dann. Was ist das denn? Nochmal 5 Inventarplätze. Oh, richtig gut. Hat der sich gerade nochmal erweitert? Das ist ja geil. Vor allem, den kann ich nachher auch gleich machen. Stahl und ein bisschen Schwarzpulver habe ich ja durchaus Ü, ne? Ne, ein Handslot. Oh, und? Maus leer? Ne, Autosave. Okay. Gut, 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 gut. Das läuft. Dann können wir hier jetzt hoffentlich den Zünder herstellen. Nobelisk. Nanu. Xenoscanner. Wo ist er denn? Nobelistenzünder. Da brauche ich auch nochmal 5 Objektscanner. Wollen die mich rollen oder was? Alter. Ist klar. Gut. Scannt die. Ja, ja, ja. Nobelistenzünder. Ich gucke erstmal, ob ich wirklich nur 2, 3, 4 Objektscanner. Erstellen wir mal einen her. Den blöden Stab lassen wir dann hier. Hau mal ab. Und dann gucken wir mal, ob das was wird. So, wie mache ich das jetzt? Die muss ich wahrscheinlich hier hinkloppen. Nicht? Hier? Wie geht denn das? Okay, am Buddy schon mal nicht. Ach, jetzt habe ich nur diesen Objektscanner gebaut. Scheiße. Ich brauche ja den Zünder. Ich brauche 5 Objektscanner. Ach, kacke, noch eins. Wie kann man denn so unaufmerksam sein? Stahl einmal beiseite. Nochmal einen Haufen Signalisatoren. Kann man wesentlich schichten. Eins. So, machen wir fertig den Scheiß. Meine Fresse, dafür mache ich mir eine eigene Produktionslinie, glaube ich. Das ist ja ekelhaft. Und Fabrikator sogar für. Ey. Beiß den Tisch, ey. So, 1, 2, 3. Ach komm. Gehen wir mal auf den Zünder, ey. Weg damit. So. Das ist der 5. Was brauchen wir jetzt noch? Stahlbeton. Den haben wir hier. Da ist er. So. Jetzt kann ich den bauen. Und wehe, ich brauche echt mehr davon als ein. Dann kriege ich eine Macke. So, wie geht das jetzt? Lege ich den hier hin? Okay. Ah. Also einfach wie eine Waffe. Das ist ja easy peasy. Na, dann gucken wir doch mal, wie das so läuft. Die Stelzen bauen wir aber wieder ran. Und die machen wir hier rüber. Und dann passt das. 10 Bäumchen haben wir. Ich hoffe, ich brauche echt nur diesen einen Zünder und muss den jetzt nicht immer wieder neu bauen. Kriege ich eine Macke. Wie kann man die schmeißen? Oh. Nicht so weit, okay. Ah, ich sehe gerade. Huh.
nachher. Plopp. Ich kann das Ding echt nicht sprengen. Alter. Ist mir hier jetzt so ein Riesenstein im Weg, oder was? Ich versuch. Ich mach einfach mehr. Zack. Viel hilft viel, bekanntermaßen. Und wenn da einfach viel mehr explodiert, dann geht das bestimmt. Ein paar haben wir noch. Plop. Immerhin brauche ich nur diesen einen Zünder. Okay, mehr habe ich nicht. Und tschüss. Kacke, noch eins. Das ist ja mal nervig. Muss ich hier echt ein Tor oben raufbauen? Immerhin passt das gut. Das ist ja schon mal was wert. Naja. Gut, das war unser kleiner Ausflug in die Welt des Sprengstoffs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe alles gesehen. Das heißt, das Ding da kann ich auch nicht wegsprengen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Hinter dem letzten ist 1, 2, 3. Okay. Kriegen wir hin. Boah, was ein Gerenne, ey. Ich brauche eine Hypertube hier drin. Kriegst ja ein zu viel. So, jetzt noch richtig rum. Bauen wäre gut, glaube ich. So, 1, 2, 3. Und dann kommen wir hinter... Ich will hier drunter, ja. Ja, das passt. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, wo der Zugang ist. Ist aber auch egal. Den können wir auch später bauen. Auf jeden Fall mittig war es hier. So. Ich habe meinen eigenen Plan vergessen, ey. Das ist echt böse. Was war denn da sonst immer? Die Kettensäge, die kommt da auch wieder hin. Die braucht man da gelegentlich mal. Pum. Der Turm ist übrigens auch ganz witzig geworden, finde ich. Die Türen sind ein bisschen scheiße. Das sieht ein bisschen mies aus. Weil da einfach nochmal Platten sind, aber egal. Ich sollte mir einen Screenshot machen, auf dem zweiten Monitor liegen hier. Komm mal weg. So. Mittig zwei Stück. Okay. Und dann einfach rüber. Mit dem unteren angefangen und der zieht dann nachher rum. Gut. Das kriegen wir hin. Oder auch nicht. Ich krieg's echt nicht mehr in den Schädel. Ist ein bisschen spät heute. Und der Tag war lang. So. Aber das wird schon. Zack, wie lange es braucht, 35 Schmieden zu bauen, ne? Und hier noch irgendwelchen anderen Viertel macht. So 1, 2, 3. Und dann hier in 1. 2, 3. Genau in dieser blöden Quelle noch. Sehr schön. Und Außenwand ist so. Zack, zack, zack. Das ist nicht optimal, aber das ist okay. Wir haben sogar noch Kalkstein, die wir nachher sogar noch brauchen werden. Super gut. So, dann kommen hier 1, 2, 3 weg. Dann kommt hier so ein Doppelter. Und zwar so rum. Und dann kommt logischerweise hier. Das habe ich vorhin ein bisschen anders gemacht. Quatsch. Ich werde es jetzt aber so machen, weil mir das besser gefällt. So. Hier der erste Splitter hin. Du gehst dahin. Dann bauen wir hier einen hin und hier einen hin. Das war daneben. Gut gemacht, Markus. Ich bin stolz auf dich. Hä? Wieso? Wieso passt denn der jetzt nicht? Ach, der ist falsch. Hups. So. Und ab da hoch. So. Du gibst 303 ab. Hier gleich den nächsten hinter.
So. Und hier auch noch einen, auch wenn es seltsam aussieht. Zack, nach da. Zack. Nach da. Ne, das Band nimmt maximal ab. Alles cool. Dann. Na komm. Da ein. Da ein. Das sitzt. Und. Das sitzt nicht. Da ein. Ach komm. Da ein. Oh, der Stahl aus. Meine Fresse. Ich bin hier echt mehr am Rohstoffe holen als alles andere. Nervt mich ja schon wieder, wa? So, mal sehen, wie weit wir noch kommen. Dahin. Auch wenn mir das nicht gefällt. Aber es funktioniert. Das ist das Wichtigste. So, 1, 2, 3. Hier kommt doch was nicht hin. Hier kommt was ganz gehörig nicht hin. Habe ich mich da hinten vertan? Bin ich doof? Fragezeichen. So, das splittet sich in drei. 1, 2, 3. Die wir hier auch haben. 3 Tore. Wieso haben wir auf der einen Seite 4 Tore? Das ist ja 1 zu viel. Wie ätzend ist das denn? Wollen wir die Hälfte wieder wegreißen? Scheiße, ey. Mann! 1, 2, 3, ja, genau 1 zu weit. Na super. Weg damit. 1, 2. Du auch weg. 3 und da muss hier nämlich alles dicht. Scheiße. Oh, da oben so ein Schneckchen. Das holen wir uns nachher noch. So, 1, 2, 3 und dicht. Das auch weg. 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 Die 3 weg und hier eine Wand dran. Zack. Aber das können wir ja wieder. Das können wir ja so lassen. Zack, zack. Eins, zwei, drei. Hier ein Splitter hin. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir das vorhin so schwer gemacht habe. Ich meine, das Band kann ja maximal. Nee. Jetzt habe ich schon wieder einen Denkfehler drin. Ah, ganz, ganz, ganz böse. Denkfehler sind scheiße. Nee, das machen wir schön hier. Das war ein ganz fieser Denkfehler. Das hätte auch schief gehen können. Das hätte ich fast verkackt. Na, mal gut, dass ich noch zweimal gucken gegangen bin. Ach komm. Wie kann ich das denn zweimal so sehr verkacken? So. So, so, so. So. Der teilt nach da und hier ist. Und dann war das auch mal wieder falsch. Ach komm schon. Wie dumm kann ein Mensch sein? So, jetzt aber. Komm her hier. Jetzt hätte ich mir wenigstens mal die Höhe merken können. Ach ja. So, passt. Gut. Jetzt müssen wir jetzt mal wieder Stahl holen. Denn sonst komme ich hier nicht weiter. So. Wo hole ich das her? Vom Nebenlager. Es ist echt beides gleich weit weg. Wie ätzend ist das denn? Das mit dem Petrolkoks, das nervt mich ein bisschen, dass das nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Aber es liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich nicht genug Koks produziere. Und dadurch schwankt das so extrem. Da muss ich nochmal gucken, wie da das Verhältnis ist.
Jetzt muss ich vor allem gucken, was ich hier so kann. Ich kann Eisen, Stahl meine ich. Stahl eine ganze Menge. Hier haben wir noch was drin, sehr schön. So, Stahl brauche ich. Brauche ich Beton? Brauche ich nicht? Brauche ich auch nicht. Produktion, was brauche ich für euch? Eisenstangen nehmen wir auch gleich ein paar mit. So. Und mehr brauche ich glaube ich erstmal noch gar nicht. Nee. Splitter. Kabel. Kabel habe ich aber auch genug. Okay. Weiter geht's. So, und dann muss ich den ganzen Scheiß ja auch noch wieder in die Halle zurückführen. Das wird auch noch interessant. Das ist ein ganz schöner Apparat. Ich bin gespannt. Gut. 6. Ah, jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wie ich die gesetzt habe. Scheiße, noch eins. Nein, 7 Splitter. Na, ich muss es eh im besten Fall hier hinsetzen. Na, ich bin gespannt, ob ich da gerade noch einen Lift dran kriege. Ja, in den Fels gehauen, ne? Läuft. So. Und dann kommen die Schmelzen. Und zwar gar nicht mal so wenig. So, eine kommt hier genau gerade vor. Eins. Wie das schon wieder so ungleichmäßig aussieht. Ekelhaft. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Alle ran. Ist das schief? Nee, ich wollte gerade sagen. Mach keinen Scheiß, ey. So, ich könnte hier natürlich auch andere Förderbänder nehmen, um die zu befeuern. Aber das ist mir tatsächlich zu doof. Ne, da kommt man nur in Schwulitäten und irgendwelchen Fehlberechnungen, deswegen alles gleich schnell fertig. 270 bietet sich dafür einfach auch an. Ne, kriegt man genau 9 Schmelzen. So. Dann holen wir jetzt die hier weiter. Das habe ich da hinten ganz rumgeführt. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Herrlich. Wieso wird mir das nicht mehr angezeigt? Wie assi. Wie assi. So. Und jetzt bin ich hier auf die Mitte gegangen. Geht das? Ne, das geht nicht. Habe ich vorhin schon mal gehabt, das Problem. Hätte es mir auch merken können. Aber so lernfähig bin ich dann doch nicht. So. 1, 2, 3. Bis hier ran. Und dann haben wir hier die Splitter hin. Von da kommen, nach da gehend. Sehr schön. Von da kommen, nach da gehend. Und von da kommen, nach da gehend. Aber ich hämmer hier schon wieder den gleichen Denkfehler rein wie eben gerade. So, der muss so. Der muss so. Und ihr müsst wieder weg. Denn du musst. So. Ich verkack's jedes Mal. Wie kann das denn sein, ey? So. Dann passt's. Hier auf die Mitte. Bis nach hier hinten durch. Wow. Einmal tatsächlich hinbekommen.
Wer hätte das erwartet? Ich habe selbst nicht mehr damit gerechnet, aber okay. Zack. Und dann muss das hier hinter nochmal verteilt werden. Du. Hatten wir direkt auf die Mitte gesetzt, wenn ich mich nicht irre. Aber wahrscheinlich irre ich mich, so wie ich mich kenne. So und so. Du kommst jetzt erstmal her. Eins, zwei und drei. Und jetzt kommen die Schmelzen. Die stehen wie? So in dem Fall. Okay. Hier hinten mit einem drauf. Ja, genau so. Eins. Na. Zwei. Drei. Oh, ist ja schön da unten drauf. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und neun. Sauber. Zack, 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 zack. Und dann habe ich schon mal einen ganzen Schlag hier dran. So, das sind jetzt nicht 35, sondern 36, glaube ich. Da habe ich mich verzählt. Wir zählen mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann sind das 18, dann sind das 36. Das heißt, wir haben eine Ü, was auch immer wir damit machen. Meine Fresse. Und jetzt haben wir die Stunde auch voll. Lecco mio. Lecco mio, ey. Das ist ja heftig. Baue ich hier noch irgendwie eine Tür rein? Ich sage ja. So, und dann machen wir hier Wände. Mach hier sogar ein Tor rein? Ich mach da sogar ein Tor rein. Ach, das ist, glaube ich, echt unter mir, oder? Ich krieg eine Macke. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, weil wir müssen. Jo. Fünf, weil wir müssen. Warum dreht der denn immer wieder? Was soll denn das? So. Fünf, weil wir müssen, machen wir hier auch fünf aus Prinzip. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Dann kommt das hin. Dann wird. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst hier, oder was? Rutsch, lutsch mich rund und nenn mich Ronny. So. Der weg. Dann passt das. Sehr schön. Zack, zack, zack. Zack. Mensch, ich habe Stromausfall. Das ist ja was völlig Neues. Zack, zack. Und hier machen wir, glaube ich, zwei große Tore so rein. Nee. Doch. Nee, doch, nee, eins. Eins. Eins zum Reingehen. So und so und so und so. Das ist so das Grundgerüst dieses Fabrikgebäudes. Meine Fresse. Not bad. So, nächste Folge werden wir das dann alles so ein bisschen zusammenfuddeln. Stimmt's? Damit das alles auch schön sauber passt. Hier ist echt das gleiche in Grün. Willst du mich rollen? Na, das. Komm her hier. Sag mal. Ey, du. So. Na, 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 na. Ja, genau. Ihr kriegt schon Strom. Beste Idee. Machen wir so. So. Das haben wir, dann kann der hier weg. Wieso kommt da immer dieser Strom weg Sound? Check ich halt auch nicht.
Wie ätzend ist dieser blöde Stein hier eigentlich? Scheiße, brauche ich gar nicht. Denn wir sind bei 1, 2, 3, 4, 5. So geht's dann. Ja. Ach ja. Naja. Okay. Wir haben hier eine Menge Gebäude. Dann eine Menge Stahl verbaut. Und eine Menge Beton. Und eine Menge irgendwas. So, so, so. Ich wollte hier eigentlich irgendwann mal einen Bauernhof haben, ne? Kann mir wahrscheinlich abschminken. Und hier machen wir auch eine Tür rein. Das haben wir hinten schließlich auch gemacht. Ein Tor sogar, ne? Wir nehmen ein Tor. So. Dann muss ich die hier alle noch zusammenführen. Das wird auch nochmal wieder ein Fest. Ich überlege, ob ich das vielleicht hier hinten hin mache und dann ins zweite Stockwerk einfach abführe. Dass ich hier quasi drüber setze. Und das wird ja hier drei hoch, damit das passt. Und im dritten, also wisst ihr, wie ich meine? Also hier einfach, ups, das war falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann da einfach, oh Gott, ich baue zu früh Wände, glaube ich. So, und hier dann einfach schon zack, zack. Und da dann einfach die nächste Versorgungslinie schon hinballer. Ja, ich glaube, so mache ich das. Ich glaube, so finde ich das gut. Ich müsste ja die gleiche Menge wieder hinkriegen. Dann kommt nämlich der hier einfach drauf. Und dann, oh, ich habe, glaube ich, noch eine geilere Idee. Moment. Ich könnte hier einfach so machen. Mit den ganzen Fusionatoren und so weiter. Okay, eins zu weit. Eins zu weit, ja, eins zu weit. So. Dann haue ich hier nämlich überall einen Lift ran. Direkt nach da oben. Ja, finde ich richtig geil. Ich habe hier unten schön Platz zum Laufen. Quasi so eine Zwischenebene. Und das ist sogar ein zu hoch. Ganz toll. Markus, du bist zu klug. Dann mache ich die nämlich auch aus Glas. Das ist auch viel cooler. Zack. Aber so will ich die nicht. So will ich die. So, so, so. Ja, das finde ich geil. Das will ich so haben. So, und dann machen wir nämlich hier oben, machen wir dann Feste. Warum auch immer. Der Optik halber. Ja. Boah, das wird ein Gefrickel. Da werde ich richtig wahnsinnig werden. Ich habe jetzt schon die Schnauze voll. Richtig gut. So, wie komme ich denn da jetzt hoch? Ich baue mir erstmal eine Leiter hoch. Organisation. Mit euch hatte ich ja auch immer so ein Glück. Warum mache ich das von der Seite? Ich kann einfach von hier hochgehen. Ja, von mir aus mach's halt so, ey. Meine Güte, diese Engine macht mich manchmal fertig. So, ganz nach oben. Weg ran und gut ist. Das kommt weg. So, ganz passig. Das ist ja schön. Und dann kann ich hier nämlich wieder die hier machen. Genau, auf der gleichen Höhe. Aber ein bisschen, also nicht ganz so weit rein. Müssen wir dann so. Es klickert leider nicht so schön. Aber gut, müssen wir dann immer nur die gleiche Höhe machen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann führen wir das einfach so. Und so. Und so zusammen. Ja, ja, ja. Gibt es einen Grund, das so zu machen? Hm,
Eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht. Warum habe ich denn das da hinten so gemacht? Irgendwas habe ich mir dabei gedacht gehabt. So, die werden hier aufgesplittet. 270 in 3 und 3 dann in 3 zusammen. Aber ich kann die auch einfach wieder... Hier kann ich die einfach auf ein Band bringen, glaube ich. Aber so lässt sich es besser berechnen. Wir machen es so. Einfach auch der Optik halber, falls es nett aussieht. Gott, oh Gott. Ein Gefrickel. Ein Gefrickel. Ich habe jetzt schon die Schnauze voll. Super. Der dahin. Zack. 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 Haben wir das einmal angedeutet, wie es aussieht. Und es gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann kommen die drei hier zusammen und da geht es dann auch wieder so weiter. Super geil. Die sind natürlich ein bisschen weiter weg. Das ist doof. Aber es macht nichts. Finde ich trotzdem in Ordnung. Das finde ich geil. Und dann haben wir hier nochmal einen Fusionator, der das nach da ausspuckt. Und da steht. Die ich dann hier nicht. Na, kriegen wir das zusammen? Ne. Das ist ja Mist. Hm. So würde gehen. Aber ich glaube, dann habe ich das nachher immer da hinten bei der Wand drin. Ist ja auch scheiße. Das ist auch nur so ein Öl, kann ich, mache ich, weil ich es kann. Muss ich hier noch? Ich weiß es gar nicht. Hm. Wie sieht denn das aus, wenn ich da jetzt eine Wand hochziehe? Nicht genug Freiraum, ja natürlich. Aber was ich machen könnte ist... Quatsch. So. Einfach diese komischen Fundamente. Ich habe doch jetzt die neuen hier schon. Die... Habe ich die schon? Ne, habe ich noch nicht geholt. Scheiße. Die holen wir noch fix. Die Zeit gönnen wir uns. Ja, komm, wir haben schon überzogen, aber scheißegal. Es gibt ja noch diese invertierten Fundamente, die ich irgendwie immer nicht gecheckt habe, dass sie da sind. Weil man einfach einmal runterscrollen muss. Das ist ja auch irre schwer. Ne, aber da sieht man mal, meine geistige Aufnahmefähigkeit geht gegen Null. Beziehungsweise Leistungsfähigkeit. So, Moment, dafür brauchen wir erstmal ein paar... Von den netten Coupons. Wie viel haben wir da mittlerweile zusammen? 78. Also jetzt gerade. Da sollten die drin sein. So. Fundamente. Dann hier. Habe ich einmal nie gesehen. Irre. Voll abgefahren. Alles kaufen. Gib her. Haben wir noch irgendwas, was ich kaufen kann? Nö. Ich hau die jetzt einfach mal in den Einkaufswagen, damit die mal weg sind. Alle kaufen. Fahrzeuge. Ja, drauf geschissen. Gehwege, damit sie weg sind. Vielleicht kommt noch irgendwas dazu, man weiß es nicht. Oh, dann kann ich die auch bald kaufen. Coolio. Zufriedenstellende Pionierarbeit. Adäquate Pionierstatue. Kann ich mir sogar noch leisten. Das ist egal. Das ist auch egal. Alles kaufen. Kauf alles. Liegen hier noch welche drin? Irgendwo? Hier nicht und hier auch nicht. Ich glaube, ich habe hinten bei dem Ölscheiß habe ich noch welche liegen. So, aber jetzt kann ich euch zeigen, was ich machen will. Schwupp. Das wird aber auch ein Oschi. Meine Fresse. Und ich werde über das Ding rüber bauen. Das wird so gut aussehen. Das wird mir am Ende richtig gefallen. So, und das erstmal nochmal weg, weil mir das gerade im Weg ist. Zack. Und, ja, da sind sie alle. Sogar mit Ecken. Richtig gut. An alles wird gedacht. Inverted Ramp. So, dann kann ich nämlich einfach so machen. Zack, zack, zack. Na, hier natürlich noch nicht. Kann ich ja wieder nicht sehen, wo die Mittelstange ist. So muss es. Das hätte mich ja jetzt genervt. Das nicht gepasst.
So, so und so und so. Und dann haben wir tatsächlich ein bisschen Bewegung im Bauwerk. Und nicht so statisch. Was habe ich denn hier jetzt gemacht? Die brauche ich. Zack. Bauen wir da noch so eine drunter? Flach. Flach bauen wir die da drunter, ja. Oh ja, das gefällt mir. Das hingegen nicht. Aber der Rest gefällt mir so. Das finde ich klasse. Um nochmal ein bisschen Tiefe ins Gebäude zu kriegen, ist das absolut genial. Und hier muss das denn ja gar nicht. Ne, da überlege ich mir noch was anderes. Und dann kann man es nämlich so machen. Zack, zack, zack. Obwohl. Ne, hier baue ich glaube ich auch wieder so einen Bogen drüber. Einfach weil ich es kann. Und weil ich Bögen mag. Jetzt habe ich echt das Kabel erwischt. Zack, zack, zack. Und wir hier am Ende. Und dann machen wir hier einfach. Das ist der erste Stock. Das ist eigentlich zu viel, oder? 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 So ein drauf. Dann. Oh Gott, jetzt sehe ich hier noch weniger durch. Scheiße, noch eins. Na komm. Dann so ein und dann. Geht schon gar nicht mehr. Egal, passt. So. Na komm. Setz mir den dahin. Danke. Und dann den dahinter. Na. 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 Komm. Zack. Und das dann hier einmal komplett rüber. Und dann falle ich in ein Loch. Super gut. Zack. Und so und so und so und so und so und so. Und dann ist der Beton alle und die Folge zu Ende. Ja, das war so gewollt. Ganz klar. Ganz klar. Ja, super cool. Das sieht auch cool aus. Vielleicht auch mit einem kleinen Loch da drin noch. Ich weiß es noch nicht. Ich werde mir das überlegen bis zum nächsten Mal. Ansonsten danke ich euch jetzt erstmal vielmals fürs Zugucken. Die Folge fand ich erstmal richtig cool. Also nicht, weil ich immer das gleiche gemacht habe, sondern weil ich hier mal ein bisschen was Neues ausprobieren kann. Und ein bisschen was Neues ist immer ein bisschen was Schönes. Boah, das wird so geil werden am Ende. Geilomatico. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen oder Kommentar oder was man halt noch so alles machen kann. Ne, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal, euer Ragnar Bertholdsson. Reingehauen.